Denke mal, suche nach dem Ausrufezeichen. Ja, wahrscheinlich. Haben wir inzwischen irgendwie einen guten Zombie, den wir beschwören können? Nicht wirklich. Wie sieht's sonstig aus mit Erdmonstern? Müssen nicht unbedingt Zombies sein. Vielleicht wird es für dieses Deck Sinn machen, auch mal einen Traumclown drin zu haben. Ja, Lorian, danke fürs Folgen. Dann haben wir zumindest so ein bisschen was an Removal. In Kombination mit den Riesenratten. Ich glaube, das fehlt hier so ein kleines bisschen. Ich meine, diesem Deck fehlt eine Menge, zugegebenermaßen. Fehlt eine Menge. Aber dennoch. Ja, also hier ist momentan nichts los. Ich vermute dann einfach mal, dass wir in die Berge müssen. Vorher gehen wir mal eben schnell speichern. Ja, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir in der Quarantäne? Gut, keine Richtung gesagt, nur dass Schüler verschwunden sind. Ja gut, dann gehen wir halt mal rote Ausrufezeichen suchen, wie gerade schon angemerkt wurde. Wie gesagt, wenn sie sagen, Schüler verschwinden, gehen wir einfach mal zum Vulkan hoch. Kann nur richtig sein. Ansonsten sind sowieso die heißen Quellen, sind auch alle Events an den heißen Quellen. Haben wir schon gelernt. Beep, beep, beep. Kann natürlich auch sein, dass das Event auch wieder nur nachts so... Okay. Ich bin mir sicher, unser Ziel sind die heißen Quellen, richtig? Suddenly Colosseum. Alex! Du hast diesen Ort ganz alleine gefunden! Ach, ohne deine Hilfe. Du bist viel kompetenter als... Bastian, geh weg. Lass uns mal einen Blick hineinwerfen. Ich wette, du glaubst, dass wir die anderen rufen sollten. Nein, ich glaube, dass du nach Hause gehen solltest und wir machen das lieber alleine. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich bin nur noch keine große Hilfe gegen die Schattenreiter gewesen. Du bist noch nie eine große Hilfe gewesen, Bastian, aber schön, dass du es einsiehst. Ich muss beweisen, warum Kanzler Shepard mich ausgewählt hat. Ich darf mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ich kann mich allen Schattenreitern ganz alleine stellen, wenn es sein muss. Ey, was ist das für eine Struktur? Ja, das habe ich mich schon bei dem Riesenschloss im See gefragt, du. Alex, Bastian, seid ihr bereits hier? Hast keine Augen im Kopf? Jane, du bist gekommen! Ausrufezeichen. Jesus Christ. Ha, 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 ha. Ja, Zeit für Amazonendex. Ich mag Männer mit Autorität in der Stimme. Wer bist du? Mein Name ist Tanya, Häuptling der mächtigen Amazonen, oh mein Gott. Und eine der sieben Schattenreiter, so ganz nebenberuflich. Amazonen sind ein Kriegerstamm, der nur aus Frauen besteht. Danke für deine Definition, Bestchen. Wow. Eine Amazone und eine Schattenreiterin? Du musst wirklich sehr beschäftigt sein. Ach ja, sind das zwei Dinge, die extrem viel Zeit einnehmen. Ich glaube, das sind beides Titel, die man einfach so nebenbei führen kann, ohne was dafür zu tun. Willkommen in meinem Kolosseum. Was hast du mit unseren Schülern gemacht? Ich habe sie dabei helfen lassen, das Kolosseum zu bauen. Ja, wie damals bei den Pyramiden. Ich bin mir nicht sicher, wie kompetent Schüler darin sind, Kolosseen zu bauen. Aber hey. Sie waren alle ganz erfreut, helfen zu dürfen. Ich glaube, dass sie bereits nach Hause gegangen sind. Ach, wirklich? Oh, dann ist ja gut. Dann können wir auch wieder gehen. Dann ist ja nicht gefährlich. Und jetzt lass uns diesem Kolosseum ein Duell um den Schlüssel für das Geistertor machen. In diesem Kolosseum, wohlgemerkt. Aber ich duelle mich nur mit Männern, die sehr fähig sind. Mhm. Also nicht mit Bastian. Fähig? Wenn du glaubst, dass du mit mir zurechtkommen wirst, dann tritt hervor. Ich werde kämpfen. Das kann ja nur wieder gut gehen. Genauso wie mit Zane. Dot, dot, dot. Sicher? Wie heißt du, Süßer? Ich bin Bestie Misawa. Der Rest von euch kann draußen warten. Wie, wir dürfen nicht zugucken? Komm herein. Ja gut, dann sehen wir Bestie wohl nie wieder. Wir dürfen echt draußen warten, das Spiel geht einfach so weiter. Ja, dann gehe ich nochmal nach Hause und gehe speichern, wa?
Tschüss, Bastion. Ich wollte Bastion schon immer einfach zum Tod zurücklassen. Was habe ich denn verpasst? Was hab ich verpasst? Du hast zwei Schattenreiter-Duelle verpasst, denke ich. Also wir haben das Alexis Bruder und ein Zombie-Deck inzwischen besiegt und sind jetzt beim dritten Schattenreiter. Thematisiertes Deck kommt, ja, wie immer. Irgendwie muss man ja Geld verdienen. Kann sich einen Lebenslauf schreiben, ja. Die Schüler haben ein Kolosseum innerhalb von einem halben Tag gebaut. Richtig, das ist eine Leistung. Ja. Ich dachte, ich bin mir nicht sicher, wie effektiv Schüler drin sind, Kolosseen zu errichten, aber bitte. Bin jetzt eigentlich nach Hause gegangen und habe nicht gespeichert und bin wieder hier hingekommen. Ich bin mir nicht sicher. Sicherheitshalber mache ich mal ein Safe State. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade zusammen mit dem Chat beschäftigt war, um tatsächlich gespeichert zu haben. Es ist niemand da. Was? Wollt ihr mich verarschen? Wir müssen echt ins Bett gehen und morgen wiederkommen? Wir lassen Bastion echt über Nacht einfach hier? Okay. Dann tun wir das doch einfach. Dieses Spiel ist weird. Hast gespeichert. Yes! Ich hab dran gedacht. War aber egal, wie ich gerade feststellen durfte. Und übrigens, Schüler verschwinden auf dem Gelände. Wir wissen, dass Bastion im Kolosseum beim nächsten Schattenreiter steckt. Was tun wir? Zeit für einen Unterricht! Dort. Nach dem Unterricht. So, dann gehen wir mal die Leiche vom Boden abkratzen. Muss den beiden ja Zeit geben. Ja. Ja. Genau das. Reh. Bastion ist immer noch nicht herausgekommen. Ja, vielleicht hätten wir einfach mal gestern Abend hier bleiben sollen. Jetzt ein bisschen spät. Bastion, bist du okay? Oh, er wirkt minimal intelligenter als sonst. Oh. Was ist mit dir da drin passiert? Warum ist Zane hier? Warum ist Crowler hier? Bastion, komm schon, reiß dich zusammen. Selbst wenn ich alle meine Decks benutzt hätte, dann wäre ich immer noch keine Herausforderung für sie. Tanya, ich will mich wieder mit dir duellieren, aber mit diesen pathetischen Decks. Ernsthaft, ihr habt pathetic mit pathetisch übersetzt. Nice. Wird sie niemals zufrieden sein. Gratuliere, Bastion. Für was? Dass du einen großen Duellanten treffen konntest. Boah, Jaden. Ausrufezeichen. Ah, sie ist es! Brüll! Tanya! Gibt es denn keine Duellanten? Keinen Duellanten, der mein Blut zum Kochen bringen kann? Alex, ich glaube, dass du es ja schon zeigen kannst. Bastion, geh nach Hause. Möchtest du ein Stück von mir haben? Dieses Sprichwort lässt sich nicht aus dem Englischen so ins Deutsche übersetzen. Das ist nicht der gleiche Sinn. Los, zeig's dir schon. Duellier dich mit Tanya. Ja, ist ja gut. Du solltest lieber deinen Freunden Lebwohl sagen. Denn du wirst ihn niemals wiedersehen. Los geht's mit dem Duell. Beitritt. Ach so, betritt mein Kolosseum. Uiuiui, ich freue mich schon darauf, wenn wir diese ganze Sequenz nochmal sehen dürfen, weil ich das Torwächterdeck ausgerüstet gelassen habe für dieses Duell. Ja, dann gucken wir uns mal Amazonen an, wa? Er wurde in der Tat dominiert. Der liebe Bastion. Natürlich haben wir Traumklon auf Anfangshand. Amazonische Bogenschützin. Traurigerweise haben wir nicht mal Monster, das stark genug wäre, um da zum Amazonischen Bogenschützen zu gehen. Warum ziehen wir immer den Torwächter in den wichtigen Duellen? Gott verdammt! Warum? Spiel, was soll denn das? Spiel weiß genau, dass es mir nichts bringt und gib mir die Karte. Hat dich verkauft. Ja. Quasi. Amazonische Paladinen. Das ist doch nett. Dann, reißender Tribut. Ripperu, lieber Amazon. Und Ripperu Sangan. Ja, nee. Dann nehmen wir uns einen gebieterischen Ritter, weil es das stärkste ist, was wir uns nehmen können momentan.
Und wir können es mit Traumclown kombon, wenn das Ding für eine Runde überleben sollte, aber die hat sowieso ein Fallix mit Lebens, wie ich gerade sehe. Ja. Ungünstig. Nee, danke. Der Torwächter darf sich für Graceful Charity abwerfen lassen. Das ist, was der Torwächter in diesem Deck wirklich machen darf. Ansonsten ist er nur zu Zirde da. Och, wir haben mal einen Torwächterteil gezogen. Das ist ja fast schon freundlich. Das ist ein minimales Risiko. Das war eigentlich sicherer, ne? Na komm, wir nehmen die Pyramidenschildkröte. Okay, das wird jetzt spannend. Amazonische Schwertkämpferin, okay. Passt schon. Pyramidenschildkröte ist leider nicht stark genug, um das abzuwehren, aber go Pyramidenschildkröte. Schnapp uns mal eine Pyramidenschildkröte. Besser im Verteidigungsmodus. Das war noch eine Pyramidenschildkröte. Dann holen wir uns dafür eine Pyramidenschildkröte. Ich hoffe, die verdeckte Karte da hinten ist nichts Schlimmes. Ruf der Gejagten! Dann holen wir uns mal unseren lieben Sengen zurück. Und dann wird es Zeit, Torwächterteile zu beschwören. Los geht's! Sanger des Donners! Ripperoo, Sanger des Donners! Yep. Es war was Schlimmes. Zum Glück ist noch nicht alles verloren. Holen wir uns erstmal noch einen gebieterischen Ritter raus. Mit zwei gebieterischen Rittern sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Außerdem haben wir da jetzt einen sinnvollen Ruf der Gejagten liegen. Dunams. Okay. Den hier alles spielt. Okay. Dunams Fensterhexe. Nicht sicher, was die in einem Amazonendeck zu suchen hat. Auf jeden Fall keine Verdecken, das ist gut für uns. Dann holen wir uns mal einen gebieterischen Ritter. Ist zwar ein Torwächterdeck, aber wir gehen jetzt mal auf Kriegerstratz, ne? Die Kriegerin! I! Nein, 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 böse! Aus! Aus! Aus, Tanja! Ja, okay. Brav, keine verdeckten Karten. So, dann kommt jetzt die Lockdown. Warum ziehen wir die ganzen Nimbomongas wieder zusammen? Aber jetzt kommt die Lockdown-Kombo. So, gebieterische Ritter im Team. Aber in die Offensive. So, und drauf da 2000. Yes. Da soll sie sich mal gegen wehren. Ich meine, mit der Spiegelkraft wäre das kein Problem, aber... Okay, da ist die Spiegelkraft. Wir greifen so an. Der hat den Angreifer. Auch nervig. Okay, direkter Angriff. Dann legen wir uns erstmal einen flinken Momonga aufs Feld. Truppen im Exil. Jetzt geht's aber los, ja. Das hilft allerdings nur sehr bedingt was. Okay, die verdeckte Karte könnte natürlich noch irgendwas sein. Boah, dann schauen wir mal, ne? Traumclown. Flink und Momonga, zusammen müssten sie stark genug sein. Mal gucken, was er da hinten liegen hat. Wahrscheinlichkeiten, die man mit Amazon in der Combo aktivieren würde.
Ich würde sagen, der Torwächter-Deck hat's gerissen, ne? Das ist der Unterschied zwischen Zombie- und Amazonen-Decks. Amazonen-Decks sind nicht so geil, die können funktionieren, aber sie sind eher so riskant. Zombie-Decks funktionieren leider in den meisten Fällen. Außerdem Level Up, Schulstufe 16. 1600 Punkte Stufenbonus. Und wir sind wieder auf 3300 DP hoch. Finde ich gut. Immerhin freut sie sich. Es sieht so aus, als ob ich endlich einen Duellanten getroffen hätte, der mir ebenbürtig ist. Danke für das tolle Duell. Tanja, duellier dich wieder mit mir. Wenn ich mit der Neueinstellung meines Decks fertig bin. Und mit den Neueinstellungen deines Decks? Du bist dauernd fertig mit irgendwelchen Neueinstellungen deines Decks und sie werden immer schlechter, habe ich das Gefühl, Bastian. Es wird mein Vergnügen sein. Duellieren macht wirklich Spaß, sagte Jane, der sich in diesem Spiel nie duelliert. Außer irgendwie zweimal. Außerdem, dann. Ja. So viel dazu dann. Mindy, habe ich jetzt gerade keinen großen Bock drauf. Ist irgendjemand vielleicht noch bei den heißen Quellen? Wir gehen mal bei den heißen Quellen vorbei, wo wir gerade mal da sind. Ist niemand da? Ich werde zur anderen Zeit wiederkommen. Booster können wir morgen nachgucken. Ist heute eh schon geschlossen, bis wir bei dem Laden sind. Ist ja schon Abenddämmerung, bis wir da sind. Wie sieht das hier aus? Irgendwas Unbekanntes? Ja, mal gucken, ob wir Crawler herausfordern können oder so. Nope, es ist ein Duellgeist. Es ist Sternenboy! Booyah! Mit Starland. Auf ins Duell gegen Sternenboy. Den haben wir auch schon häufiger herausgefordert, den Sternenjungen hier. Passenderweise haben wir Suijin gezogen. Ich würde sagen, wir öffnen noch mit einer Ratte und einem Stopp-Tornado und weil wir es haben, auch einem LSD. Mögen wir diese verdeckten Karten? Ich mag sie nicht. Stopp-Tornado! Monster Recovery. Großartig. Oh, nein, ich wollte nichts setzen. Zu spät. Jetzt muss ich setzen. Ich wollte eigentlich ketten. Ich wollte nichts setzen. Und Elfenbox. Ja gut, dass wir die zerstört haben. Ganz vergessen, dass das der Elfenbox-Typ war. Ja, Verkörperung von Apophis. Gebieterischer Ritter. Offensive Ratte. Und drauf da. Ach ja, das ist auch der Typ, der dreimal Fallenmeister im Deck hat. Hätte ich die mal erst in der Mainphase 2 gespielt. Ich rechne nicht damit, dass Gegner Fallenmeister in ihrem Deck spielen, deswegen setze ich immer alles in der Mainphase 1. Einfach nur, weil es schneller geht in diesem Spiel, als extra in die Mainphase 2 reinzugehen. Das ist der Vorteil daran, wenn man das Kartenspiel echt spielt. Man muss nicht auf Knöpfe drücken, um in eine andere Phase zu kommen. Hauen wir doch erstmal die Pyramidenschildkröte dazu raus und guck mal, was da liegt. Das ist ein weiterer Fallenmeister. Praktischerweise kann er Spalt nicht zerstören. Aber jetzt hat er das unglaubliche Wissen, dass da hinten Spalt liegt. So, Offensive, Schildkröte, los geht's. Und Angriff, gebieterischer Ritter. Drauf da. So, wunderbar. Wieder eine spannende verdeckte Karte. Nice. Dann beschwören wir uns doch jetzt, weil es so viel Spaß macht. Sun God des Donners. Oh, ein Schwertkämpfer von Landstar mal wieder. Und Sun God des Donners, Attacke. Flup. Bleiben 1000. So, verdeckte Karte. Ganz dolle. Ey, hier, metallisch glänzender Schleim. So, Sanger des Donners. Zerstören wir, was auch immer das ist. Es ist Hoshiningen! Warum? Warum Hoshiningen? Weil er auch ein Stern ist? Ding ist für Lichtmonster, nicht für Wassermonster.
So, du gewinnst. Bom, bom, bom. Immerhin ist er 114 Punkte wert.